Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Rocket League mit Ricky und Fischi. Fischi spielt zu mir mit. Hallo. Er labert einfach nur ein bisschen mit. Was halt sonst. Okay. Er macht nichts anderes. Er ist immer nur da, redet, aber spielt nie was. Außer von vorne. Ab und zu mal. Ich kündige hiermit exklusiv das For Honor FTG-Turnier an. Da in der E3, die ihr alle hoffentlich geschaut habt. Startedition für FTG, für For Honor veröffentlicht worden ist. So. Ja, okay. Du hast was davon. Ich spiel mit, wenn du aufnimmst, wenn du das alles schneidest, wenn du mir sagst, du hast, immer wieder. Du hast mich herausgefordert. Ich mach da jetzt einen Trailer draus. Alex, okay. Spiel mit dir. Da brauche ich aber mindestens 4. Warte mal. Du, Alex, Ricky, der Markus eventuell, ich. Wer hätte denn noch Lust? Also ich würde schaffen, dass alle mitmachen. Also ich sag ja, dir. Ja, okay. Aber du musst dann immer sagen, dass wer wann dran ist, dass sie auch da sind. Ja, genau. Du musst den ganzen Scheiß organisieren und auf. Du hast die Ding gerade. Ja, okay, aber ich habe nie gesagt wann. Und das ist erstmal nach den Prüfungen, weil das ist viel zu viel Organisation für mich. Ach so. Du kriegst Props von mir. Also erst, liebe Zuschauer, erst in 6 Wochen. Könnt ihr damit rechnen? Denn ich habe Prüfungen und die müssen geschrieben werden und dafür muss gelernt werden. Schön, dass du auch bald. Und deshalb. Eigentlich. Ja, die hat jeder bald. Ja, ich will. Ich habe ein BFD. Woo. Ich arbeite. Woo. Genau. Genau, ja, das ist. Also, an sich hätte ich wirklich echt Bock drauf. Da müssen wir erstmal. Die Nachrichten rumschicken. Holt euch alle. Holt. Er fängt zum Organisieren an. Alle For Honor Starter. Ja, gut. Warte, Team. Also, mal, bloß so nochmal für die Folge: sind wie immer bestes Free. Also, entweder wir gewinnen 2 oder verlieren 2. Je nachdem. Oder. Gewinnen 1, verlieren 1, gewinnen 1 oder fliehen 1, gewinnen 1, verlieren 1. Wie ihr macht Best of 3 und gewinnen 1, verlieren 1 oder gewinnen 2? Ja, Best of 3 macht ihr nur 2 Folgen? Drei Spiele in der Folge. Höchstens. Also ja. Entweder wir gewinnen die ersten 2 Spiele gegen die Randoms oder wir verlieren die ersten 2 oder wir verlieren das erste, gewinnen die nächsten 2. Oder vielleicht alle? Es geht nicht, das sind nur die ersten 2. Wir spielen nur so Best of 3, also es können auch nur 2 Spiele sein. Ach so, also man was, wird halt. Was ist los? Man kommt in eine Lobby. Weißt du nicht, ja, was weiß, Best of 3 ist? Nee, wir machen einfach Quicksuche. Aber ich dachte man halt. Quicksuche vor allem. Aber es wird ja nicht gelockt. Also ihr geht Quicksuche und habt Finte gesehen. Hast du diese Finte gesehen? Das war taktische Verwirrung. Wir suchen ganz normal ein Spiel. Wir sind immer random Leute. Ja. Das heißt, es kann sein, dass wir alle 3 Spiele mit komplett anderen spielen oder alle 3 Spiele mit der gleichen. Gab's auch schon. Alex, also nicht bei Aufnahme. Ja, hier kommt er! Wer kommt wer? Hat der andere gerade geschrieben bei Bolt im Chat. Boah, jetzt gerade ein Lag. Er macht mich wieder fertig. Ja, machen wir das. Ja. Ah, oh, Scheiße. Oh. Falsche Person. Wir sind, hiermit kündige ich für nächstes Jahr einen E3-Stream von FTT an. Okay. Dann. Okay. Gut. Okay, Google. Erinnere mich in einem Jahr an Rickys Versprechen in Folge. Welche Folge? Wie viele Folge von. Was spielst du eigentlich nochmal? Rocket League. Ricky und ich, wir werden's zusammen anschauen. Okay, der Stream, das ist jetzt wirklich so eine Tatsache. Vor allem, wie wir es auch aufnehmen. Tatsache. Das ist so eine Sache, nicht die Tatsache. Ja, schon. Also, aber wir beide sitzen ja dann. Auf der Couch. Boah. Damit müssen wir mein Mikro müssen wir dann davor hinstellen und dann. Okay. Ich denke, also bin ich. Ob ich denke, kann ein U-Boot schwimmen? Oder sinkt es nur so langsam, dass es nach vorne fährt? Oh, Entschuldigung, war Absicht. Mein Geist steht in Flammen. Ein Feuerlöscher ist vonnöten. Ein Feuerlöscher ist jedoch nicht vonnöten. Ich hätte gerne Jurassic World Evolution. Hol ich mir zum Summer Sale. Alter, ich habe die letzten Tage richtig viel Money rausgehauen, ey. Gestern habe ich mir eine neue Festplatte geholt. Oh nee, Ricky, holst du ihn? Oh Mann.
mit Kabel. Heute habe ich mir Fallout Legacy Edition vorbestellt. Hast du es jetzt echt gemacht? Ich würde gerne. Mit 200. Ah, ich bin eine Runde ja. Siege, glaube ich. Ich will diesen Helm. Du spielst Siege? Jo. Wir könnten mal zusammen wieder Siege spielen. Ab und zu spiele ich eine Runde Siege. Ich würde gerne die... Ich würde gern die Season 3 Helden haben, aber ich will die 30 Euro dafür ausgeben. Und... Alex, oh doch. Tropfen. Was? Schubst mich. Welche Mannschaft fahre Parabellum? Alex, du tropfst. Oder was? Ja, und Alex davor. Ist zwar immer dagegen, aber ich wäre mal voll dafür, dass wir mal Fortnite aufnehmen. Fortnite? Fortschmeiz, sag ich dir immer. Nee, ist Fortnite dann gleich. Das ist so eine Sache. Ich bin nicht dagegen, aber ich find's auch ganz cool. Aber das, wir sind halt dann übelst im Ding drin, im Hype. Und das ist wieder so eine Sache, warum? Hört mir mal den was Hype. Ich will es ja nicht aufnehmen wegen dem Hype, sondern weil mir das Spiel Spaß macht. Ja, eben. Fortnite. Aber das ist mit in dem Zwiespalt stecke ich gerade. Zwiespalt. Oder Zwieback. Ich war auch gerade bei Zwieback. Mann, das kann nicht sein, dass wir jetzt verlieren. Warum schaue ich mir eigentlich auf YouTube ein Video an, was ist How to Insult a German? Und sieht halt an irgendwie so billo-deutsche Beleidigungen, sowas wie Arschgesicht oder sowas. Oder Arschgeige. Das ist doch irgendwie... Kann ich sein, dass er den hält? Ja? Was? Was gibt's für kreative Beleidigungen? Kommst du Fortnite da nicht runterladen, Ricky, wenn wir jetzt dann was aufnehmen wollen? Nein, habe ich heute Vormittag. Fortnite-Spieler. Das ist keine Beleidigung. Ja, das ist kommt Beleidigung also, kommt doch immer auf die... selbst? Nee. Vorne. Ja. Vor Ort das Spiel ist Beleidigung. Oh, ist ja. Eine Beleidigung. Bin ich jetzt auch ein Vor Ort Spieler, weil ich es runtergeladen habe? Nein. Nein. Gut. Ich dachte gerade. Aber du könntest. Okay, das war's mit dem ersten Spiel leider verloren, weil Fischi einfach nichts drauf hat. Mein Ping ist auch irgendwie scheiße. Ping ist irgendwie scheiße. Okay, Mama. Dann mal schauen, wie es im nächsten Spiel läuft. Da ist immer wieder. Interesting, würde ich sagen. Jack Swallow und Elias. Wie Pete Sweet bei dem Stream ausgetickt ist, wo Kingdom Hearts da auch noch mit Fluch der Karibik, wo die auch dabei sind. Ich habe eigentlich nicht darauf gewartet, dass Kingdom Hearts irgendwas mit Star Wars kommt. Er muss ja fast. Wäre geil. Ich meine jetzt, wo Star Wars zu Disney gehört. Hey. Ah, verstehe. Bleib Fanny bitte. Ich hab keinen Boost. Ach, ich möchte es mir anschauen, das Video, das arbeitet mich voll. Hab ich. So, ich bin mal eine Runde locker hier in Siege. Und dann kann ich dir mal zeigen, Siege wie gut ich die Maps. Es gab ein Update. Ja, 5 GB. Ja, das ist einfach das Update von Parabellum. Achso. Och, wie kann ich zweimal? Ja, lass gut. Mich ja, einfach. Ich, lass ja, mich da rein. Verreck. Hallo, grüß dich, servus. Hey, die haben ein bisschen UI überarbeitet, habe ich das Gefühl. Hast du eigentlich so mitbekommen, was alles so neu ist? Nee. Ach, was die neue ich spiele das Spiel nur. Ja, doch so ungefähr. Also die eine kann irgendwie Hologramme erzeugen und der andere hat eine coole Kamera mit Schießfunktion. So eine coole Kamera mit Schießfunktion? Mit Schießfunktion, Alter. What? Wo denn? Ach Gott, die Lobby riecht mich irgendwie auf. Wow. Wir müssen mal wieder einen FTG-Trupp machen bei Siege. Einfach mal wieder zu fünft. Ja, aber ich bin doch viel zu gut für euch. Das ist doch einfach... Alles klar. Also, bevor du zu gut bist, gell? Gibt kein bevor. Ist schon ein Status. Effekt. Status-Effekt, was ist denn das? Deine Mutter. Sowas die Paralyse. Mama, bist ein Status-Effekt? Und Schlaf.
Ja. Ja. Ja, so hört sich meine Mutter. Ricky, Rückpass! Okay, warte. Okay, nein. Oh, die haben das, oh ja, die haben das ein bisschen überarbeitet. Das sieht eigentlich ganz fesch aus. Oh Gott, da spielt nichts gegen Russen, aber die sprechen anscheinend nur Russisch. Das, solange es keine Kinder sind. Spiel du Kaby mit der Schrotflinte. Weil es war gestern wieder so eine Begegnung bei Overwatch, ein 9-jähriger Schwede. Wie mir? Ich weiß nicht, wieso der Ping so scheiße ist gerade. Ja, einfach aufhören, Pornos runterzuladen. Hab ich schon. Soll ich wieder anfangen, meinst du? Lol, ja. Haben die diesen Elite-Skin von Sidewinder ins Deutsche mit Seitenwinder übersetzt? Wer ist ein Sidewinder? Ja, Ash hat so einen Skin, so einen Legendary-Skin, oder? Das war noch die mit dem gelben Hintergrund, oder? Ja. Ja. Und die Ash hat halt. Der heißt Sidewinder im Englischen. Und ich spiele gerade auf Deutsch. Und es heißt im Deutschen Seitenwinder. What the fuck? Komm, mein Ricky! Blablabla. Leggy, leggy, leg, leg. Oh, ich hätte vielleicht nicht auf Ultra stellen sollen. Option. Hätte Fahrradkette. Mach mir keine Tore. Decke, Decke, Fahrraddecke. Aha, Finte. Oh Gott. Oh Gott, ja, ich hab gerade das Spiel für jeden getroffen. Er hat aber die Finte auch gerade versucht. Lass. Oh Gott, ich muss das Spiel lieben. Ja, du musst mal mit dem Aumi wieder spielen. Wir könnten ja danach Overwatch spielen. Oder Fortnite? Nein, Overwatch ist langweilig. Overwatch ist nicht langweilig, deine Mama Overwatch ist langweilig. Overwatch wird zu 30% eigentlich von Salz betrieben und von der anderen Hälfte ist es der Hype um das Spiel. Wo ist es bei. Was ist es bei Fortnite? Dasselbe. So, jetzt aber ich finde, das Gameplay ist eigentlich nicht so gut in Overwatch, ehrlich gesagt. Ich finde das ganz geil ab und zu. Vor allem sind immer wieder so lustige Sachen dabei, zum Beispiel wie auf einer Map, wenn Ricky dann Play of the Game bekommt, weil er drei Leute nur runterschubst, Belusha. So, da steht ein Seiten zusammen. Nice, nice. Dann gehen wir jetzt in die dritte Runde. So, bis hier gleich. Sind wir wieder. Ricky und ich im Auto und Fischi denkt sich was. Hi, grüß euch, servus, hey, na, wie geht's? Hey, wie geht's dir so? Hello there. Are you mocking me? Are you threatening me, Master Jedi? Das ist ein Slytherin gewesen, der hatte so eine Ich joine dem Spiel und das tut mir viel. Was? Was passiert hier? What is happening to this? Danke. Dabin! Okay, wir müssen für die Aufnahme mal einen Tierschuss machen. Weil die können sagen, der Tierschuss war nicht geplant, wie wir den mal gemacht haben, wo man das im FTG Moment gesehen hat. Im Trainingslager 2. Aber wir müssen den mal hier live machen. Live Schmeif. By the way, Alex, darf ich dich zum neuen DLC für Destiny spoilern? Ah, Mann! Hab ich mir noch nicht angeschaut. Ja, okay, mach. Also da haben sie quasi einen Trailer gezeigt. Ich habe ihn auch noch zum Teil gesehen, aber ich habe wie so ein Dude. Ihr weißt also nicht der Roboter und auch nicht so ein Mensch, also so einer mit diese gelben leuchtenden Augen. Jetzt nicht, wie die Spezies heißt. Der hat Kate 6 erschossen. Der Wahnsinn. Doch was nicht Kate 6. Erschossen. Also, hey, der kann nicht tot sein. Ja, und das ist quasi Bild von dem DLC ist ein Hüter, wie er Kate 6 wegträgt. Ich sag mal so, ich finde es nicht so schlimm, dass mir jetzt. Ich sag jetzt nicht direkt, ob das ein Spoiler war. Aber es ist auch so, dass du unsere Zuschauer gerade ein bisschen gespoilert hast. Ja, das war auf der E3, also. Und eigentlich.
Das hat mich halt gestern übelst schockiert. Also war fast klar, dass irgendwas... Aber was mich, auf was ich immer noch warte, ist zu Destiny, ob Destiny 3 irgendwie kommt. Nächstes Jahr dann? Oder wann kommt das? Eran? Boah, fuck. Keine Ahnung. Weil man hatte im 2er immer noch so ein bisschen... Weiß ich, ob das so ein... Wie heißt denn das? Post-Credit-Scene hatte man doch, Görki. Da wo man die Energie... Ja, aber die kann auch für die DLCs sein. Ja genau, deswegen war ich jetzt gerade so ein bisschen, ob das nicht sogar das DLC ist, was du jetzt meinst, dass du in die Richtung spoilern wolltest. Ach, weil es ist das dritte DLC. Haben sie schon gesagt. Eben, das die werden noch nicht... Die werden nicht am Ende von der Hauptstory diese zum dritten DLC bringen. Im dritten DLC? Ja. DLC ist doch schön. Ich dachte mal im Spoiler zum dritten Teil. Nein. Oh mein! Nein! Da drücke ich so schön durch, weil hier Maradona hätte ich ja immer die Hand rausstrecken müssen lassen. Aus meinem Fenster so mit der Hand raus schnell. Erstmal erfolgreich den Karius gemacht. Ne, den Karius, den hätte ich gemacht, wenn ich nichts gehalten hätte. Aber wollen wir nicht sagen. Da hat es einmal wieder Diskussion gegeben. Der hat so einen Schlag mit dem Ellenbogen ja bekommen. Ja. Und dann Erschütterung. Ob die Gehirnerschütterung, aber ich weiß nicht. Die Gehirnerschütterung ist schon sehr schnell gemacht. Ja, es geht nur das, aber ob das dann wirklich so ist, dass du dann nicht mehr weißt, wie du deine Hände bewegst oder dass du irgendwie deine Hände... Es kann ja sein, bei einer Gehirnerschütterung kann schon sein, dass die Sicht getrübt ist oder irgendwie so, dass du quasi Halluzination oder so einen Schmarrn hast. Gehirn ist ja dann doch ein bisschen empfindlich. Eben. So, auf einer Skala von 1 bis 10, ich glaube eine 11. Oh fuck, mein Fehler. Deshalb ist auch Lobotomie so effektiv in nichts. Warte mal, heißt doch Lobotomie, oder? Mit dem Stecker reinstecken und umrühren. Lobotomie, ich glaube schon. Nein, dann machst du ihn, ich wollte auch was machen. Ich habe eine Bombe gefunden. Bei mir, ich habe immer Verbindungsprobleme. Das heißt, wahrscheinlich wird in die Aufnahme zwischen die Folge die einzige sein. Also relativ ist es mit denen. Also ist halt, du darfst halt weniger Pornos runterladen. Oder solltest du weniger Pornos runterladen? Ich lade keine Pornos mehr. Du darfst weniger. Ja, der Alex ist schon seit 3 Jahren clean. Nee, er hat einfach zu viel runtergeladen. Er hat erstmal Vorrat. Er hat auf mit dem Clown Midget Porn. Crack Porn ist angefangen jetzt. Okay, nice, dann haben wir 2-1 gewonnen im dritten Spiel. Also insgesamt doch 3-1 jetzt hier. Aber insgesamt haben wir die Folge gewonnen. Das heißt, wenn sie gefallen hat, abonnieren, kommentieren, positiv, werden nicht vergessen, schaut bei den anderen Projekten vorbei. Bis zum nächsten Video. Ciao.